Das Spiel ist ab 12 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch lieber ein anderes Video an. Hallo zusammen. Was machen wir wohl? Wir spielen Sea of Thieves in der veröffentlichten Version. Neu dazugekommen sind unter anderem jetzt endlich der Kraken oder die Krake. Sorry. Die Krake auf jeden Fall. Man kann sein Schiff individualisieren. Charakter auswählen, wie man gerade sehen kann, das konnte man vorher auch schon. Man kann Handelsaufträge übernehmen. Und ich meine, es gibt noch so kleine Zusatzmissionen, die in der letzten Beta auch schon gingen. Die letzte Beta haben wir leider nicht mehr gespielt. Da sind nicht dazu gekommen. Aber schauen direkt mal rein. Wir erstellen uns jetzt auf jeden Fall erstmal einen Charakter. Ich habe das schon gemacht. Ich warte. Aber man kann mittlerweile aussuchen in der Beta. War es ja immer noch so ein bisschen Zufall. Also aussuchen in Anführungszeichen. Man kann auch neu erstellen lassen. Übrigens, das habe ich gerade gemacht, weil da gefällt mir jetzt keiner so auf Anhieb. Ja, das könnte jetzt so eine halbe Stunde lang dauern. Also hier bist ja echt ein leichtes Ziel, oder? Ich weiß nicht, als ob man... Den nehmen wir. Den finde ich gut. Der mit dem Fass? Den nehmen wir. Finde ich auch gut. Jetzt haben wir erstmal getauft. Mit rum. So, wir fahren natürlich mit einer Schaluppe. Wir wollen nicht alleine segeln. Ich hoffe, das klappt jetzt übrigens mit dem Finden hier. Das hat ja sonst auch mal geklappt. Hast du mich schon eingeladen? Nee, ne? Ich kann einen Freund einladen. Warte. Warte, jetzt habe ich es verstanden. Bitte warten Sie. Fiennes Leitung wird geladen. Ja, ja. Der Wein hält den Krug was hoch. Das macht dicke Arme. Das gibt Muckis. So. Bitteschön. Ja? Ich habe dich eingeladen. Ich möchte mit dir spielen. Das klappt sehr gut. Die ersten technischen Schwierigkeiten. So. Es geht gleich los. Drucker macht auch noch mit. Nee, der Drucker macht heute lang. Das klappt ja wunderbar heute. Bis jetzt gut. Also der Drucker, nicht du. Da, ich so sehe dich, jawohl, du siehst mich. Jawohl, setz die Segel, es geht los. Da sind wir gemeinsam. Segel setzen. Hast du auch einen Bierkrug? Und hältst ihn so euphorisch nach oben? Sein Rumkrug. Rum, Entschuldigung. Kein Bierkrug. Der Pirat von heute trinkt kein Bier. Das Meer wird umgewälzt. Kölsche Piraten, die trinken Bier. Ja. Die haben wenigstens Geschmack. Oh bitte, jetzt keine Diskussion. Ja. Erstmal aufstehen. Meins lädt immer noch. Jawohl. Erstmal Kohle einpacken, Dolch mitnehmen, Karte einpacken und Banana. Die will auch. Ja, gleich bist du ja da. Aber eine Karte haben wir jetzt natürlich nicht, okay? Hätte mich jetzt auch gewundert. Moin. What's your pleasure? Krug auffüllen. Schmeckt denn der Grog hier, Tina? Eigentlich so wie überall, denke ich. Okay, das. Um ehrlich zu sein, ich kenne mich da gar nicht so sehr aus. Das ist gut, weil du führst eine Kneipe. Ich bin eher für Rum zu haben. Aber der ist schon seit Ewigkeiten alle. Okay. Oh, wir besorgen neuen. Yes. Jetzt bin ich auch da. So. Ich wach gerade auf. Ich nehme mit, was geht und warte auf die Fiene. Bist du da? Ja, ich wach gerade auf. An ich habe mir gerade die Banane gekrallt. Da ploppt sie rein. Ah. Dann krall dir mal, was geht. Bücher. Ich nehme Bücher. Die gefährliche Banane. Nunchakus waren gestern, heute sind Bananen in. Du hast alle Bananen geklaut. So, was ist jetzt? Bist du soweit, oder? Ich soll mir doch alles nehmen. Hast mir nichts übergelassen. Eine Banane. Ja, oh, wir haben ja auf dem gesehen? Schiff hier hing ein Zettel, ne? Oh, nee, warte. Piratencode? Der Piratenkodex.
Paragraph 1. Die See ruft uns alle. 2. Die See vereint uns zu einer großen Community. 3. Konflikte auf hoher See werden beigelegt. 4. Alle Crewmitglieder sind ebenbürtig. Was ist? Ich bin der Captain. Ne. El Capitano. Ich lass dich im Glauben. Paragraph 5. Der Bund zwischen der Crew ist heilig. Respektiere neue Piraten und die Reise, die vor ihnen liegt. Betrüger sollen eine gerechte Strafe finden. Ei. Die lassen wir Kilo holen. Oh, das war es, okay. So, ich glaube, wir müssen da hinten hin. Da ist unser Schiff. Oder wo? Na komm, wir gucken mal auf dem Weg, was es so Neues gibt. Hüpf. Wir haben beide auch noch nicht groß reingeguckt. Ich glaube, ich hatte nur mal 2-3 Minuten reingeschaut, ob es läuft. Genau, zu ganz mehr kurz. Bin ich nicht gekommen. Ich habe auch nur ganz kurz reingeguckt, den Sound einzustellen. Ich hoffe, das kommt ganz gut soweit. Hier ist geschlossen. Ja, ich weiß auch nicht. Guck mal, was da ist, wa? Mädchen. So. Ja gut, das ist ja, oder? Ein paar neue sind dabei, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, 27.000, das sei mal aus der Kaffeekasse. Also minus 27.000 momentan. Ich hätte eine Banane. Nimmst du eine Banane? Ich krieg das Gewehr. Wie wär's? Banane gegen Gewehr? Nein? Okay, lass mal das. Ah, wir kriegen, Hey, Bananen sind voll wertvoll. Und voll nährreich und so. Voll mit Vitaminen. Aber es gibt mehr Kompasse. Mehr Ferngläser. Fernrohre. Guck mal, der freut sich, dass er uns sieht. Hi, Tom. Wie ist es, Jung? Hey, gib mir eine Karte umsonst. Hier kriegen wir Eimerchen und so. Ja, das kennen wir ja auch. Es sind aber auch hier ein paar dazugekommen. Aber ich glaube, das macht ja wirklich nur die Farbe aus, oder? Also es ist rein optisch. Nein, ich hatte mir doch einmal einen Eimer gekauft, ja, nein, der teurer war und da konnte ich mehr mitschippen. Ja, du kannst vielleicht auch mit dem Musikinstrument mehr Lieder spielen, aber ich sag mal, die kosten ja alles gleiche. Ja. Das meine ich jetzt. Ich glaube, da tut sich dann nichts außer die Optik. Aber dass es besser ist als... Ich nehme die Karten, die für nix da sind, mit, ne? Ja, ich nehme auch welche mit. Ich war gerade abgelenkt. Hast du wieder den Weibern hinterher gesehen? Ja, aber total. Ich tue nichts anderes in dem Spiel. Ja. Ah, hier haben wir unsere optischen Sachen, Kleidung. Auch cool, ein paar andere Augenklappen, Handschuhe. Cool. Mario, schwing den Hut. So, was haben wir hier? Oh, Hallöchen. Hast du geweint? Kann ich dich trösten? Ich glaube, der Mascara ist was verlaufen. Du siehst irgendwie traurig aus. Du tust mir voll leid. Man nennt mich Madame Olga. Ich repräsentiere den Seelenorden und unseren ruhmreichen Auftrag, die Geheimnisse der Skelette zu ergründen. Yo, ho, ho. Ach, hier krieg ich mal Aufträge. Guck mal. Der Kampf mit der armseligen Crew der Night Lady. Ich hatte mal drüber gelesen, dass Leute geschrieben haben, dass irgendwo ein Schiff auftaucht und dann so Gegnerwellen kommen, bis man zu so einem Endboss kommt und eine Truhe bekommt. Es könnte sein, dass es damit hier zusammenhängt sogar. Ah, okay. Ich dachte, das wird zufällig auftauchen. Aber ich würde sagen... Yes, you're welcome. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal ein paar normale Schatzkarten. Ja, erstmal reinkommen und ein bisschen... Drin. So, wo war jetzt der Typ? Hier war der Typ. Ist. Kohle sammeln gleich, ne? Was auch immer, so. Wir nehmen alles mit, weil es umsonst. Umsonst ist immer noch am besten. So. Ja, du hast auch nichts anderes zu tun sonst, ne? Nee, der tut mir echt leid hier, der Typ. Achso, hier haben wir auch noch ein paar Neuigkeiten. Ich komm mal direkt mal gucken. Das sind die Handelsaufträge, wenn ich mich jetzt nicht irre. Handelsbund, jawohl. Ah, die kann man noch nicht machen. Nee, das muss man erst Level 5 erreichen oder sowas. Go, go, go! Fire in the hole! Puh, okay, lass mal das. Hallo! Die schreit einen direkt an hier. Hier kann man unser Schiff aufwerten. Galionsfiguren ändern, Segel ändern. Geht noch mehr? Nee, ne? Aber immerhin. Vielleicht, ich denke mal, da werden... Nö, ich rede nicht mit dir, so. Ich denke mal, da werden noch so ein paar Sachen dazukommen. Kann man eigentlich das Schiff schon irgendwie? Naja, nee, kann man nicht. Okay. Geronimo!
elegant daneben gesprungen. Kann auch nicht jeder. So. Als erstes direkt die Kanonen laden, ganz wichtig, weil man weiß ja nie. So. Irgendwie kann ich keine Waffe nehmen. Ich weiß noch nicht so ganz warum. Hast du denn eine? Ja. Warte, ich hab noch nicht geguckt. Das sind eigentlich, also Pistole, du kannst sogar. Hoch. Du kannst die Waffen auch wechseln hier. Aber irgendwie. Ich kann nur Banane wechseln. Na ja, ich. So, warte mal, ich habe mal Muni genommen. Ich kann die aber nicht auswählen. Warum? Hast du denn eine Waffe? Ich habe gar keine. Ich kann die ja nicht auswählen. Du musst ja zur Kiste kommen, wo der Waffenschrank hier unter Bord ist. Da kannst du deine Waffen ändern. Ja, aber wenn du keine hast, kannst du keine Waffen ändern. Ja, aber du wirst doch die Standardwaffe am Anfang, aber du meinst, wir haben ja noch nicht mal einen Säbel. Einen Säbel musst du dir nehmen. Ja, aber den kann ich auch nicht auswählen. Das ist ja unser normales Ausrüstungszeug. Hier kommen wir uns so ein bisschen optisch ändern. Vielleicht geht das nicht. Oh, jetzt habe ich einen Säbel und eine Pistole. Ja, warum geht das bei mir nicht? Geh mal auf den Schrank da oben und klick mal drauf. Ja, da war ich doch gerade. Mit Y wählst du das aus, wie spielst du mit Control? Nein, mit A oder X habe ich da drauf rumgeklickt. Was? Also nein. In den Waffenschrank, auf den Teilen drauf. Ja, und jetzt? Das ist doch ausgewählt. Waffe 1, Waffe 2. Ja, und dann ging das jetzt bei mir. Ja, aber bei mir nicht. Und dann drückst du Y, für die Waffe zu wählen. Ja. Ja, ich kann das aber nicht. Warum auch immer? Bei mir geht das nicht. Ich kann drücken, wie ich will. Ja, ich versuch's viel immer. Ich werde langsam alten Senil, kann das nicht mehr. Ich habe ja auch nur so gemacht. Keine Ahnung, ist dein Y-Knopf an? Entschuldigung. Ja klar, also so kannst du auch bei den Händlern, ne? Also. Ach, wir spielen einfach mal weiter. Was soll's, vielleicht kommt das ja noch. Vom armseligen Bukobetz gehorteter Notgroschen. Vielleicht hätte ich nicht das rausnehmen dürfen, aber kann das auch nicht da zurück tun. Karten deckt. Jetzt geht's los. Okay. Ach, wie ging das denn nochmal? Hey! Oh, Entschuldigung. Da haut die mich einfach in den Rücken. Habt ihr das gesehen? Nein. Wie hinterlistig die Fiene doch ist. Das hat keiner gesehen. Zum Glück ist kein Friendly Fire an ihr. Hast du die Insel gefunden? Die kommt mir so bekannt vor. Ja, ich habe die sogar schon markiert. Ich bin hier weit voraus. Oh. Lokalrunde. Komm, mach das Schiffchen fertig. Du segelst. Ich mag das Spiel. Ich habe mich schon so drauf gefreut. Ja. Kannst du bitte unten gucken gehen? Damit wir auch wissen, wohin. Ja, ich will erstmal in den Wind alles drehen. Ah, okay. Das ist gut. So, Segel sind gesetzt, Captain. Ei, ei. So. Mal hier wieder Trick 17. Wir müssen uns einmal umdrehen. Ich habe was leise bei mir gedreht gerade. Also komplett? Ja. 180, 360 oder was? Ja, du musst um die Insel drumrum. Also das Outpost fahren und dann 360 Grad, 180 Grad drehen. Ja, 360 stimmt. Das wird nicht viel Sinn machen. Nee. Obwohl, wird Spaß machen. Warum sind wir immer noch nicht am Ziel? Ihr dreht euch seit 2 Stunden im Kreis. Ja, weil wir es können. Oh, die Grafik, ich hab's vermisst. So passt's. Herrlich. Ich habe den Autopiloten angemacht. Sag das nicht, sonst sucht man den gibt's natürlich nicht. Die künstliche KI steuert jetzt das Schiff.
Ja, die steuert bei ihm auch ganz viel. Jetzt sagt er wieder nichts. Ich ignoriere das einfach. Nee, der traust dich nur nicht. Das lernt man so über die Zeit. Und alle, die jetzt Nein schreien, doch, auch ihr, es dauert nur. Was? Nichts, ne? Jetzt macht das so. Nein, habe ich nicht gemacht. Nein. Du wolltest. Warum fahren wir denn so lange? Wir müssen ein Stück runter nach links, Monsieur am Rad. Monsieur am Rad? Ja. Das ist das Steuerrad. Ja, am Rad. Ich drehe gleich am Rad hier. Sind wir richtig? Links. War immer noch? Ein kleines Müh. Ein kleines Müh. Ja, aber passt da schon. Da muss ja die Insel da vorne jetzt sein, oder? Ja, doch. Wir halten mal genau drauf zu. Aber warum haben wir denn eine, die so weit weg ist? Du, keine Ahnung. Das ist Anfangsdings, vielleicht soll man da etwas segeln lernen, aber wir sind schon fortgeschrittene Seglerinnen. Ja, wir Segler. Fangen aber wieder ganz von vorne an, das ist ja Quatsch. So, volle Fahrt voraus. Ja, letztes Mal sind wir bei der Musik volle Fahrt in die Insel. Warum auch immer sehe ich gerade? Ich bin gleich wieder da. Das Schiff fährt weiter. Ja, ist auch gut so. Das Streambild hatte sich leicht versetzt, habe ich gerade gesehen, deswegen. Oh. War leicht abgeschnitten, zwar nur ein Stückchen, aber... Habt ihr Sachen gesehen, die ihr nicht sehen wolltet? Nee, aber rechts einen schwarzen Balken wahrscheinlich. Ja. Jetzt passt. Heute ist der Tag, an dem nichts richtig läuft auf Anhieb. Das ist toll. Hoffentlich trifft das nicht auf das Spiel jetzt zu. Ja, ich meine, ich habe schon mal keine Waffen. Ne? Also ich kann wirklich... Oh, jetzt kann ich es auswählen. Es geht. Also der Knopf ist nicht kaputt. Warum konnte ich den eben nicht auswählen? Ey? Keine Ahnung. Und nein, ich habe nicht die verkehrte Taste gedrückt. Also rutscht schon ein, sehr gut. Mach mal was langsam. Ja, das ist gut. Das wollte ich auch gerade machen. Und sag mir, wenn ich ankern soll. Highway. On a highway to hell. Mehrmals. Bist du am Anker? Ja. Also, okay. Ich hab gesagt, sag mir Bescheid, wenn ich ankern soll. Ja, sorry, ich hab das nicht mitbekommen. Je nachdem, wie laut die Musik ist, ist was schwierig. Ich bin aber gespannt, ob wir dieses Mal auf mehr Leute treffen als bei den letzten Malen. Das war nur irgendwie... Ich glaube, die Servergröße an sich, kannst du übrigens einen Anker setzen, die Servergröße an sich hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ist auch vielleicht ganz gut so. Also mal mal auf jemanden zu treffen ist ja ganz toll und schön, auch wenn du es die ganze Zeit hast. Nee, das und nicht. Nur weggeballert wirst. Nee, ich dachte eher auch vielleicht mal so an so freundliche Begegnungen. Oh. Ist das nicht herrlich?